kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Tobi Radloff hat gerade angerufen, der braucht noch einen Heuschnupfen-Gag. Ja, da kommt er wieder früh, hab ich auch gesagt. Aber pass auf, ich glaube, ich habe sogar einen. Okay, hau raus. Allergiker freuen sich sogar im Moment. Zur Abwechslung kommen einem mal nicht wegen den Benzinpreisen die Tränen. Boah, leck mich fett, ist der gut. In dem Style hätte ich aber auch noch einen, Achtung. Okay. Die Pollenallergiker freuen sich ja tierisch. Endlich haben sie nicht mehr nur von den Hamsterkäufern die Nase voll. Ja, ich finde den Hammer. Aber ich glaube, jetzt hab ich's. Pass mal auf. Pollenallergiker sind ja wie Deutschland beim ESC, sag mal, hä? Hä? Die wissen, was ihnen blüht. Ja. Also, den finde ich jetzt extrem stark. Ja, komm, dann nimm mal den, schicken den hoch und machen Schluss mit lustig. Langt auch für heute. Ja, komm. Hasta la vista, Baby. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.